Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Bauernhof. Schön, dass du wieder dabei bist und persönlich vorbeischaust, was wir denn heute wieder Fantastisches machen. Ja, kurzes Update, was ist beim letzten Mal passiert? Wir hatten ja, ich habe hier noch ein bisschen mal so ein bisschen rumexperimentiert und gewerkelt. Unter anderem schon mal hier wohlweislich, dass wir wohl jetzt jede Menge Steine bekommen werden. Hier oben große Kisten reingebaut. Da ging ja dann mit Upgrade. Na, wollen wir mal ohne. Also mit. Also was denn jetzt gerade wohl? Mit Upgrade. Mindestens Stack Limit. 256 mal 8 mal 64 in eine Kiste. Und bei den kleinen. Weiß ich jetzt gerade nicht. Und bei den normalen sind es 32 mal 64. Werden wir auf jeden Fall brauchen. Ohne Ende nehme ich mal an. Denn ja, unser Steinbruch ist ganz schön vorangekommen und ich möchte mit euch das besprechen, was ich jetzt wieder zwischen den Folgen so ein bisschen machen werde. Ich habe ein kleines bisschen beim Tiger und beim Bär ein bisschen rumgebaut. Das können wir uns gleich mal angucken. Ich habe das Höhlendesign ein bisschen verändert. Also dieses Kletterhöhlendesign. Und ich habe sehr zu meiner Freude festgestellt, dass der Tiger zumindest da ganz abenteuerlustig da auch auf Erkundungsreise gegangen ist. Der ist mal in die Höhle reingelaufen. Ist dann aber wieder rausgekommen, hat wahrscheinlich nach Bär gerochen. Und dann ist der Tiger halt diesen kleinen Hügel, diesen Kletterhügel, den ich glaube, mal hochgelaufen. Und dann ist der Bär auch tatsächlich mal in die Höhle reingelaufen. Ich weiß nicht, ob das an der Veränderung der, an der Blocks lag, dass das dann jetzt funktioniert. Na, keine Ahnung. Ja, und was habe ich noch gemacht, während der Bohrer hier lief? Ich habe hier in dem Bereich, also sehr viel Terraforming gemacht. Ja, und hier ist die erste Kiste. Ich habe hier natürlich umgesetzt, damit wir hier schon mal den zweiten Block bearbeiten. Ihr könnt ja mal da reingucken. Da kann man sehen. Kann man schon mal sehen. Ja. Da wird gearbeitet. Und das geht tagsüber, wird dann weitergearbeitet. Und ihr seht, das ist ja C. Da kann man einmalig, würde ich sagen, kann man mal so ein Ding bauen oder so, um sich das mal anzugucken. Aber ich glaube insgesamt, ja, das hier sind die Sachen, die aber rausgekommen sind. Marble ist natürlich sehr interessant. Ein Tin Nugget, 4 Ember und ein Aluminium Orberry ohne den Busch natürlich und 15 Kupfer. Und ein paar verweste Tierfossilien. Und jede Menge Lignite, was halt vielleicht noch ein bisschen spannend ist für Kohle, aber naja. Zweite Kiste. Das ist natürlich jetzt ein bisschen kleiner und da haben wir in der Tat, wie ihr sehen könnt, außer Spesen nichts gewesen. Ein bisschen Salz gefunden, das war's. Ja, was möchte ich vorbereiten zwischen den Folgen? Und zwar, erzähl mal kurz, was ich mit den Schäfchen gemacht habe, denn die, wir brauchen ja immer die grünen Schaltkreise. Hallo Olaf! Dann habe ich mir gedacht, dann kann ich die Schafe noch gleich grün einfärben und wenn wir die dann scheren, dann kriegen wir auch direkt die grüne Wolle. Und die können wir direkt mal wieder mitnehmen, wenn ich die Schafschere dabei habe. Das weiß ich gerade gar nicht. Och, mein Inventar. Das ist immer eine Katastrophe. Seht ihr das auf Anhieb? Oder habe ich die im Reiserucksack? Wahrscheinlich eher im Reiserucksack, ne? Genau, da habe ich die nämlich drin. Siehst du? So, dann kriegen wir nämlich. Da müssen wir die Wolle gar nicht färben, sondern wir kriegen immer die grüne Wolle hier raus, die wir dann noch für unsere Schaltkreise brauchen. Dankeschön, liebe Schäfchen. Ist ja nachts nicht so kalt, ne? Es ist ja ohnehin immer bei uns ein bisschen zu warm. Dann kannst du ein bisschen mal, ne? Oh Gott, ey, das sieht so traurig aus immer. So. Genau, ja, was möchte ich machen zwischen den Folgen? Bläh. Erstmal gehen wir eine Runde schlafen, weil man sieht ja nichts. Wir müssen auch mal wieder ein paar Pack-Openings machen und mal ein paar Gärten öffnen eigentlich. Aber man kommt ja zu nichts hier. Ja, ich möchte gerne, während wir auf darauf warten, dass der Miner da fertig ist und wir dann mit dem Bergbau sozusagen umziehen können in unser Bergbaugebiet, würde ich gerne auch die Bienenzucht ein bisschen weiterlaufen lassen. Und das ist mir zu gefährlich in der Nähe vom Tiger und vom Bär. Und deswegen. Und deswegen
würde ich gerne die Bienenzucht etwas näher in Richtung unserer Gebäude verlegen, auch wo der, das ist auch der Junkloader, dass die Bienenzucht dann noch im Junkloader ist. Irgendwo in der Nähe von dem Berg oder dem See oder so. Und das würde ich mir jetzt gerne mit euch mal anschauen. Und ich zeige euch mal eben, was ich hier gebastelt habe. Auch schon mal dabei sind. Huch. Das ist einfach wirklich schön. Und dann kann man das nämlich abbauen, können das wieder renaturieren hier. Seit wann haben wir denn ein Specht hier? Wie soll ich denn dann... Naja gut, ich schlafe ja eh nicht in meinem Haus. Ich schlafe ja in meiner Feldküche. Ja, ich habe also so ein bisschen hier die... Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass ihr mich begrüßt. Ich habe so ein bisschen diese Höhle da hinten umgebaut. Und die beiden haben jetzt also einen Ausblick hier zum Meer. Was ist da denn passiert? Ich habe ganz einfach mal hier schon mal angefangen. Das wollen wir eh demnächst mal machen. Aber schon mal so grob skizziert. Wenn wir vom Haus hier runter ja noch so einen Kellerraum bauen wollen, haben wir hier jetzt einmal, wie gesagt, den Weg zum Meer. Da hinten können wir auch Center bauen. Da gibt es so viel. Und wir haben jetzt hier eine Beobachtungslounge, wo wir den beiden zugucken können, was die denn so für Abenteuer erleben. Und guck mal, wie lieb die sich haben. Ist das schön? Ja, und in der Tat, also dieses schöne Höhlensystem, was wir gebaut haben, ich weiß gar nicht, viele von euch kennen das vielleicht gar nicht mehr, deswegen zeige ich das noch mal einmal ganz kurz. Da habe ich hier also wirklich... Hier kann man wirklich dann, hier habe ich jetzt nochmal ein bisschen so angepasst, dass das noch wirklich ein bisschen mehr nach Höhle aussieht. Und dann können die beiden können hier rumlaufen und hier ist eine kleine Ecke mit Stroh, da kann man schön schlafen. Ah, ist das gemütlich. Und dann habe ich immer so gedacht, die müssen ja eine Wassertränke haben, das haben sie natürlich auch. Haben sie hier vorne, können die rauslaufen und dann gibt es hier frisches Wasser, wo man vielleicht auch mal ein bisschen baden und planschen kann. Ja, und dann für den kleinen Snack zwischendurch gibt es dann hier nochmal den Herrn Entenmann. Den kann man dann einmal zum Frühstück schnabulieren. Gott sei Dank hat der Tiger das noch nicht bemerkt, sonst ja, wäre der schon weg, nicht? Genau. Ja, und damit den beiden hier nichts passiert von den Bienen, habe ich die Bienenzucht halt ausgeschaltet. Und die würde ich gerne so ein bisschen verlegen und da können wir jetzt mal ein bisschen... den Bauplatz vorbereiten, weil ich glaube nicht, dass ihr mir jetzt zugucken wollt, wie ich jetzt hier 35.000 Kisten mit Bienensachen von A nach B schiebe und das neue Design mache. Weil wir haben hier jede Menge schon stehen und das ist hier bei dem Haus, ist das zwar schön, ne, mit den Blumen, aber die Blumen sind ja jetzt schon da. Und dann würde ich gerne wirklich dann... Zum einen würde ich gerne auch wirklich die Zucht dann wirklich auch vorantreiben, dass die Bienen auch Sachen uns bringen, die wir vielleicht brauchen, die wir ansonsten wirklich sehr zäh sammeln würden. Mal wirklich auch zielstrebig, sagen wir mal, dann die Bienen weiterentwickeln. Und das koordiniert zu machen und dann nicht dauernd den Überblick zu verlieren, weil wir das hier in so ein paar Kisten haben und auch nur zwei Apiaries, würde ich die gerne hier hinten irgendwo hinbauen. Und zwar, wo könnten wir die denn mal in die Zebrahöhle? Das steht da immer noch. Das. Warum? Nein, natürlich nicht in die Zebrahöhle. Aber irgendwo in die Nähe. Ich weiß gar nicht, wie groß ich den eingestellt habe. 5. Ja, der wird hier im Zweifelsfall wird der alles und seine Oma laden, ne? Also der müsste auf jeden Fall die Bienen mitgeladen haben. Bis jetzt schon. Das heißt, wir sind auch relativ frei, ob wir theoretisch das hier unten so hinbauen. Weil hier unten ist ja noch so ein kleiner Fluss. Pass mal auf. Ich weiß gar nicht, ob wir die so, ob wir das so groß brauchen. Aber hier ist ein kleiner Fluss und manche Bienen brauchen halt auch Wasser. Wenn wir dann vielleicht... Und ich will es schon vom Haus irgendwie sehen können. Und wir wollen auch die Bäume bestäuben, ne? Testweise. Dann sind wir direkt hier unten bei den ganzen Bäumen. Ist ja auch nicht schlecht. Wenn wir dann vielleicht uns hier so irgendwo... Ich will das nicht in die Mitte machen. Ich will schon hier an so einen Hang machen. Was ist denn hier? Hier so... An den Hügel.
Weil einige Sorten müssen auch in den Berg reingebaut werden. Wir gucken uns das einfach mal an, wie das hier aussieht. Wir können es ja wieder anpflanzen, wenn uns das nicht zusagt. Ach. Das war jetzt aber nicht beabsichtigt. Aber dann haben wir direkt in der Nähe ein natürliches Beehive. Ist doch auch schön. So, dann müssen wir dann irgendwie so einen Weg. Wir müssen sowieso mal dann hier irgendwie Wege bauen. Und ich glaube, das waren schon Bäume, die ich hier selber angepflanzt habe, weil das sieht mir so verdächtig aus mit diesem, dass die auf dem, auf so einem Block stehen, ne? Das sieht mir so ein bisschen verdächtig aus, ehrlich gesagt. So, dann warten wir hier mal, dass das despawnt. Was haben wir denn hier noch? Pilzies. Warum? So, das war hier vielleicht. Wir brauchen ja auch so einen kleinen Geräteraum. Ne? Wir müssen da so ein bisschen unterirdisch damit den ganzen Rohre oder die Technik verlegen. So, wie gesagt, dann hier irgendwie so ein Weg hoch. Glaube ich, könnte man das irgendwie machen. Sollen wir denn hier auch so eine Hütte hinmachen dann? Oder sollen wir das einfach naturiert lassen? So. Aber das sieht auf jeden Fall schon mal sehr natürlich aus. Eine große freie Fläche. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass die Natur sich da bestimmt was dabei gedacht hat. Und eventuell bauen wir da oben auch nochmal irgendwas hin. Leckere Pilzis gibt es dann auch noch oben drauf als Dreingabe. Wie viel verliert die eigentlich, wenn man die falsch benutzt? Ich dachte, die würde 2 Leben verlieren, tut sie aber gar nicht. Aber ich überlege gerade, ob wir hier wirklich dann irgendwie so ein bisschen mit Holz arbeiten. Oder irgendwie so. Oder es wirklich so ein bisschen halbwegs natürlich lassen. So, auf jeden Fall. Das würde dann hier gegebenenfalls. Na komm, einen machen wir noch. Müssen wir sowieso dann auch überlegen, was wir wohin machen, ne? Also ob wir irgendwie die alle miteinander verbinden, ob wir die einzeln bauen, sowas halt. Und die natürlichen lassen wir einfach mal da stehen. Ich weiß gar nicht, wie die Bienen hier normal in Minecraft, ob die nur zu Zierde da sind, ob die auch irgendwas können. Schlag mich nicht, weiß es wirklich nicht. Was hat denn hier? Andesit, okay.
So, schon einmal wäre das Inventar voll, ne? Das ist echt Wahnsinn. Ja, aber dann würde ich das halt dann, ne, dass ich dann würde ich das jetzt dann umziehen und mir so ein bisschen überlegen, wie wir das hier aufbauen. Und wir können es fast vorm Haus sehen. Also das ist natürlich noch so ein Punkt, da müssen wir vielleicht doch dann hier so einen Boden reinziehen oder so eine kleine Hütte machen. Wie kann man das denn machen, dass das so vielleicht die Bienenhäuser nach draußen und dahinter so eine Art Hütte, wo man dann die Speicher hat, wo die dann reingeliefert werden. Aber das Problem ist ja, es gibt ja so viele verschiedene Bienensorten, dass das ja gar nicht hinreichend eindeutig sein wird. Und vor allem mit dem Züchten, da muss ich mir auch noch überlegen, ne, dass ich das irgendwie hinkriege. Aber das würde dann dafür sprechen, dass wir hier auf jeden Fall... Ja, vielleicht, dass ich den Boden noch aushebe. Mal gucken. Ist auch ein schönes Andasit. Ist auch, sehen ja auch mal schick aus, ne? Gehen Sie erstmal zum Lager und die Sachen irgendwie einlagern. Ja, und die andere Überlegung ist noch, es wird ja vielleicht dann sogar möglich sein, dass wir einige Sachen automatisch dann hier bereitstellen, mit einem Kart dann wieder abholen und automatisch ins Lager bringen. Ne? Das ist also immer so den Gedanken, wenn ich das hier so ein bisschen zentralisiere, den wir dabei haben, was natürlich dann irgendwann schwierig wird. Wenn man bedenkt, wir wollen ja ein Außenlager sozusagen haben, was sehr weit weg ist, was dann auch noch dann bedient wird darüber. Aber das stelle ich mir halt sehr schwierig vor. Aber letztlich ist das ja der Reiz dessen, ne? Dass wir wirklich eine sehr große Welt haben, die wir uns zu eigen machen. Ich wollte erst die Bienenzucht in das Sumpfgebiet machen, aber das Sumpfgebiet, es gibt halt Sumpfgebiet-Bienen, aber wir haben ja nicht die Meadows-Bienen, also die, nicht die Meadows, ja doch, das sind die Meadows, ne? Aber nicht nur die, sondern auch Bienen mit normalen Sachen. Wir müssen ohnehin wahrscheinlich die Bienen an mehreren Standorten unterbringen. Müssen wir mal schauen. So, mit anderen Sachen behalte ich mal. Wobei die Samen, die müsste ich, wir müssten nochmal so eine Samenabteilung machen, abseits von da oben von dem Häuschen, oder? Oder soll ich die einfach zerstören? Ich weiß es nicht. Und das Holz bewahre ich mal auf. Ja, und dann müssten wir theoretisch einfach hingehen und die bestehenden Bienen dann darüber karren und da müsste ich mir überlegen, wie ich das dann am geschicktesten oder ungeschicktesten vom Setup her mache. So, dann schauen wir jetzt mal, wie weit ist denn jetzt eigentlich unser Steinbruch gekommen? Seit wir zum letzten Mal da waren, würde ich auch so ein Gefühl dafür bekommen, warum ich das möglicherweise, also die möglicherweise die Variante mit dem Kart voranziehe. Ich habe ja geguckt, ne? Also das ist diese Gangoliorium-Material ist halt sehr, 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 sehr aufwendig und sehr, sehr teuer. Aber naja, wenn man das dann einmal hat, ne? Ist ja auch nicht verkehrt. Und da muss ich irgendwann diese ganzen Klamotten hier rumschleppen. Oh, Kupfer. Ich habe auch rundherum hier so einen Gang gemacht. Könnt ihr euch ja mal zeigen. Da hat er gerade Kupfer gefunden. Also ihr seht, ne? Ich glaube wirklich, dass das mit dem... den Gang ein zu weit weg gemacht. Ach, der ist noch gar nicht so weit. Uff. Wir haben übrigens auch wieder schöne Höhlen hier zum Erkunden dabei gefunden.
Also Höhlen ziehen mich auch magisch an, ne? Das muss ich ja schon sagen. Oho. Oho. Oh, das arme Schaf. Das ist eine Pilzhöhle, die direkt hier bei unserem Hof ist. Und wir haben die noch gar nicht entdeckt. Die müssen wir also auch noch mal irgendwann plündern hier, weil hier ist ja einiges an Sachen, ne? Puh. Also, aber ne, es kann natürlich nicht sein, dass wir hier so einen riesen Klotz bauen. Und nur dafür... Und es ist wirklich langsam. Also ich glaube, da ist das Kart, und das wird ja noch schneller, ne? Also wenn wir dann ein besseres Kart haben, dann wird das ja auch nochmal schneller. Und das wäre dann nur dafür. Da ist übrigens ungefähr da ist der große Lavatank von unserem Bahnhof. Also wir haben ja fast noch unseren Bahnhof reingebohrt, beziehungsweise das Chunk-Problem, das Chunk-Ladeproblem, was wir hatten, das hat uns jetzt fast... Unser tolles Bahnhofsdesign so kaputt gemacht. Das heißt, wenn der Server, ihr habt ja gesehen, jetzt habe ich mal Backups, ne? Das war maximal eine Stunde zurückgerollt. Wir haben mal Glück gehabt. Oh, woran? Ja, irgendwann werde auch ich noch das automatische Hüpfen bei Treppen einschalten, aber ich mag es halt oldschool in dem Fall. Ja, und es ist halt sehr langsam, es ist eine teure Maschine. Ich weiß nicht, das kann man mal machen, jetzt haben wir es gesehen, aber ich bin davon nicht überzeugt. Ich mag das mit den Zügen irgendwie lieber und deswegen gehe ich mal, wir werden es mit den Zügen machen. Das würde ich dann doch präferieren. Ja, als ich die Signale gebaut habe, den war auch total viel hier geholt. Boah, diese Fliegeviecher, wie heißen die, Libellen oder so, die machen so einen mega Bass-Sound, das ist echt krass. Weizenfarm läuft. Weizenfarm läuft. Ja, ist doch eigentlich sehr, sehr schön hier. Und wir machen es jetzt noch ein bisschen schöner, indem wir die Bienenzucht, indem wir die Tiere hier aus der Lebensgefahr rausbringen. Ja, bitteschön, gern geschehen, Bär. Genau, ja, das heißt also alle Bienen einsammeln. Und dann, ja, das Design hier, jetzt, wenn wir das mal überlegen, das ist ja eigentlich nicht verkehrt, ne? Also grundsätzlich. Wie funktioniert das? Ich erkläre das nochmal. Die Bienen kommen hier raus. Dann ist hier der Apiary's Pipe. Das ist ein Sortierer. Das Interessante hier dran ist, wenn wir demnächst noch bessere Technik haben, können wir auch gezielter die Genetik und so weiter auswählen, die dann zum Beispiel hier rein gelassen werden soll. Und ihr seht ja auch die ganzen Einzelfelder. Ne? Ich könnte also hier wirklich dann sagen, nur Forest mit Meadows oder Forest Meadows kommen, um einen Zuchterfolg zu enforcen über Zeit. Ne? Das hat ja eine gewisse Chance. Das wäre wahrscheinlich gar nicht mal so uncharmant. Und wir müssen uns dann überlegen, was wir machen mit den Bienen, die hier... Monastic... Also ich habe hier schon, glaube ich, einige Schätze da drin und deswegen würde ich auch gerne das Ganze mal einmal aufräumen. Und ich habe auch überlegt, damit uns das ein bisschen leichter fällt, ob wir dann vielleicht wirklich hingehen und
in diese Bienenzuchthütte, wie auch immer wir das da nennen wollen, so eine Wandtafel machen, wo die Vererbungslehre drauf ist. Und dann können wir mal da drauf gucken, was kommt wo raus. Aber das würde, glaube ich, eine sehr, 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 sehr große Wand werden. Und deswegen glaube ich, wir müssen hier auf jeden Fall noch ein, zwei weitere Felder rein. Ich will natürlich auch nicht, dass das so industriell wirkt dann mit den Bienen, ne? Aber mit irgendwas müssen wir noch anfangen, ne? Wenn wir jetzt dann hier unten zum Beispiel die Technik reinlegen würden. Und dann müssten wir irgendwo auch noch dann so Lagerkisten hinmachen. Oder wir machen die Lagerkisten in die Wand und machen die Bienen nach vorne. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn, ne? Genau. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Ja, wir müssten ja eigentlich, das müsste ich dann halt mit einem kleinen Cheat-Kommando machen. Wir würden es ja nicht benutzen, wir würden es nur sehen. Vielleicht mit so Tafeln oder so. Dann die Bienenkombination mal hier anmalen, wenn man das überhaupt hinkriegt. Ich glaube, das ist viel zu viel. Und dann gehen wir noch eins zurück und dann würde ich sagen, dann habe ich heute noch zum Ausklang meinen. Ich habe im Moment sehr anstrengende Tage, deswegen, das hilft uns beiden. Dir beim Einschlafen, mir beim bisschen auch runterkommen. Dass wir uns hier so ein bisschen unterhalten. Dass wir so ein bisschen bauen. Und dann gucken wir mal. Wenn wir überlegen, in den letzten Folgen haben wir alles dafür getan, mit der Applied Energistic voranzukommen. Und jetzt macht der Kerl irgendwas mit Bienen. Es ist verlockend, das als Cheat-Sheet-Wand zu nehmen, ne? Ja, wenn wir hier reinkommen, dann wenn wir hier den Boden reinlegen, dann würden wir in der Tat ja auch nochmal hier ein Feld Boden wegnehmen. Ich wollte jetzt mal gucken, ob das so hier unten noch so weitergeht, aber nee, ist nicht der Fall. Ja, und wir dürfen auch gar nicht den natürlichen Boden hier wegmachen, weil die Bienen sagen natürlich dann, keine Blumen in der Nähe, ne? Also die Bienen müssen schon hier draußen irgendwo hin. Aber die Technik und die Weiterverarbeitung und so. Wenn wir das hier irgendwie so in so eine kleine Hütte machen, mit so einer Wand, wo die Ziele drauf sind. Oh, das wird ein riesenaufwendiges Ding, wenn ich mir gerade überlege, wenn ich gerade in meinem Kopf überlege, was ich vorhabe. Wo soll ich das sonst überlegen als in meinem Kopf? Naja, ich überlege mir was, liebe Leute draußen in den Fassgeräten, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Würde ich mich sehr freuen. Oh, noch ein bisschen Erde hier für unsere ganzen Terraforming-Sachen. Und ja, ich überlege mir mal, wie wir das dann am geschicktesten machen. Vielleicht basteln wir auch das zusammen. Mal gucken. Ich mache erstmal nur so einen Anfang und den Rest bauen wir dann zusammen. Oder es wird wieder eine halbfertige Hütte, die fertig wird. All das sehen wir. Ich würde mich freuen, wenn dieses Projekt überall da, wo über ruhige Minecraft-Projekte gesprochen wird, weiterempfehlst deinen Freunden und so weiter. Lass gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben, denn das hilft
mir viel mehr, als du denkst. Und wenn du sagst, hey, das ist ein Projekt, das würde ich gerne längere Zeit haben, aber ich weiß, dass vielleicht auf YouTube nicht so viele Aufrufe. Ich möchte trotzdem ganz direkt dich dafür unterstützen. Garderobe Plus, schau vorbei, plus.garderobe.de. Das hilft auf jeden Fall sehr. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Nacht und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, mach's gut und schlaf gut.